Ja, herzlich willkommen zum dritten Bring Your Own Project von Jugendhakt und dieses Mal live aus Halle. Wir haben heute zwei Projekte, die euch Teilnehmende vorstellen werden und ja, hoffentlich ist was Spannendes dabei für euch und habt Spaß und dann möchte ich jetzt direkt mal begrüßen im Livestream die Rebecca. Hallo Rebecca. Hallo. Du erzählst was über das Projekt Dystrophia. Es ist ein Online-Survival-Game. Ja, erzähl doch mal, das klingt spannend. Genau, also ich und ein Freund von mir haben uns vor, oh Gott, ich glaube jetzt schon einem halben Jahr hingesetzt und haben spontan entschieden, ein Spiel zu entwickeln. Wie wir darauf gekommen sind, gute Frage, keine Ahnung, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Auf jeden Fall hatten wir dann Pläne gemacht, irgendwie, was wollen wir? Wir wollen auf jeden Fall was online machen, was Interaktives, also mit anderen Spielern super viele Interaktionen möglich machen und eine coole Story da reinbringen vor allem, weil es viel zu wenige Online-Spiele gibt, die eine richtig geile Story haben und richtig viele geile Quests. Und ja, haben uns dann überlegt, so wie können wir das Ganze irgendwie möglich machen und haben dann eine super coole Story geschrieben, die ein bisschen zu lang ist, um sie jetzt zu erzählen oder kurz zu fassen. Genau, auf jeden Fall, ja, haben wir halt einfach Bock, zusammen dieses Spiel zu entwickeln, sind gerade noch in der Phase, wo wir die ganzen 3D-Modelle machen müssen. Also jeder, der Bock hat, 3D-Modelle zu machen mit Blender, ist es super geil, macht richtig Spaß, auf jeden Fall. So, welche Leute suchen wir? Und wir suchen eigentlich jeden, der irgendwie Bock hat, mitzumachen, weil wir sind jetzt ein Team von 6 Leuten mittlerweile, was ziemlich cool ist. Und wir haben einen kleinen Discord-Server, wo wir uns immer treffen und ein bisschen gucken, wer was Bock hat, wer möchte was machen. Und genau, das ist das, wo wir gerade so sind. Ja. Ja, klingt super spannend. Die erste Frage, die mir natürlich gleich in den Sinn kommt, was habt ihr da für eine technische Basis? Also mit was entwickelt ihr das Spiel? Also wir haben nach viel Hin- und Her-Überlegen entschieden, dass Unity für uns die bessere Lösung ist, weil erstens C-Sharp-Programmieren ist um einiges entspannter als C++. Und Unity hat halt auch super viele Assets, die super cool sind, wovon wir jetzt auch schon ein paar zur Verfügung haben. Und genau. Also Basis Unity, C-Sharp. Genau, um vielleicht auch die abzuholen, die sich nicht so super cool auskennen. Was sind denn Assets? Assets sind sozusagen fertige Packs oder fertige Anwendungen, die man dann in das Spiel einbauen kann, zum Beispiel um, keine Ahnung, die Grafiken schöner zu machen oder dass das FPS besser funktioniert oder alles Mögliche, um halt einfach das Programmieren einfacher zu machen und dir ein paar Aufgaben abzunehmen. Also sowas wie Libraries vielleicht bei anderen Programmiersprachen, genau. Sowas in der Richtung? Genau. Okay. Und dann sind diese Assets sind die so in diese Umgebung integriert oder gibt es da auch so eine Art Community, wo sowas dann geteilt wird, wo man sich dann sozusagen bedienen kann? Also sie sind integriert in Unity selber, also du kannst über Unity dir die Assets runterladen. Genau, aber es gibt auch im Internet außerhalb von Unity viele Assets, die man halt einbinden kann. Genau, und das ist alles Community-based, also jeder, der irgendwie Lust hat, kann auch ein Asset machen und es da einfügen, von daher, ja. Es gibt ein paar, die Geld kosten. Aber die meisten sind kostenlos, genau. Ja, cool. Wie weit seid ihr da jetzt? Ich gehe mal davon aus, dass es noch nichts zu sehen gibt, sonst hättest du was mitgebracht. Ja, zu sehen gibt es noch nicht so viel. Wie gesagt, wir sind gerade dabei, irgendwie halt erstmal auszuprobieren und vor allem jetzt gerade halt zu modellieren, damit wir irgendwas haben, womit wir dann später programmieren können. Ja. Genau, also Standpunkt jetzt gerade ist, Menschen animieren und gucken, dass die Animationen bekommen, wie springen, laufen, schießen, alles Mögliche.
Ja, und was ich gerade mache, also ich bin eher so für den Bereich Programmieren zuständig. Ich probiere gerade AI zu implementieren in Unity selber, also dass die ganzen NPCs halt von alleine rumlaufen können, ihren Weg finden können und alles Mögliche. Und ja, also theoretisch ist jetzt gerade einfach nur ausprobieren und sehen, was das alles kann. Und das macht halt super Spaß, das mit Leuten zusammen zu machen. Ja, das ist natürlich cool. Und hattest du es jetzt schon gesagt, wie viele Leute ihr seid? Oder habe ich es Genau, jetzt verpasst? gerade sind wir 6 Leute. Ah ja, doch schon. Okay. Davon 2 Programmierer und die anderen alle für Design und 3D-Modeling zuständig. Genau. Aber theoretisch jeder, der halt auch einfach nur Interesse dran hat, kann halt mitmachen. Das wäre schon cool, das Team ein bisschen zu erweitern. Okay, das ist ein gutes Stichwort. Wir streamen das Ganze ja auf Twitch. Dort gibt es einen Chat. Ich habe jetzt keine Ahnung, wer da alles zuguckt und zuhört. Und wir haben den Philipp mit dabei. Philipp ist so ein bisschen unser Signalengel, heißt es auch bei anderen Veranstaltungen. Und falls es Fragen gibt, Philipp, kannst du dich ja melden und die einfach stellen. Ja, hallo, ich komme Hallo. einfach mal ohne Bild vom Himmel herab mit meiner Posaune. Es gibt aber schon eine Frage. Bananenkuchen schmeckt gut, fragt, aber ich glaube, du hast es fast schon beantwortet. 3D oder 2D? 3D. Was ist das Spiel? 3D, ja. 3D, ja. Okay, das war jetzt sehr, sehr kurz. Nee. Ja, Aber nee, mir fällt noch dann eine kann ich das ja Frage mal ein ein. bisschen erweitern. 3D, das ist also vermutlich so, so ein First-Person-Ding, wie man das so kennt, oder? Das ist eure Idee. Genau, also wir wollten es jetzt erstmal in First Person machen, aber mit der Möglichkeit zu switchen in Third Person, weil wir das persönlich ziemlich geil finden, halt hin und her switchen zu können. Vor allem, wenn man lange Strecken durch den Wald rennen muss, was bei Survival Games sehr oft der Fall ist. Ja, genau, aber auf jeden Fall 3D und First Person, genau. Ja, mir ist auch noch eine Frage eingefallen, und zwar, wie das mit den Plattformen aussieht. Also für welche Plattform entwickelt ihr das? Wir hatten überlegt, ein bisschen Geld anzusparen und das am Ende auf Steam hochzuladen, weil das irgendwie so die größte Plattform ist und wir wollen natürlich auch, dass es halt, also wir wollen das Spiel erstmal kostenlos machen, also keine Werbung reinschalten oder Geld dafür verlangen, weil es ist ein Community-Projekt so. Aber wir wollen das halt mit vielen Leuten teilen und da denken wir, Steam ist so die beste Möglichkeit dafür. Es ist mir neu, dass man da Geld für haben muss, um bei Steam was hochladen zu können, was am Ende kostenlos verteilt wird. Also Ja, man ist muss, es glaube ich, so? eine Gebühr von 100 € bezahlen Okay. mittlerweile, um das da hochzuladen. Genau. Ja, ist ja bei Apple auch so, ne? Glaube ich, bei Ja. dem App Store, da kostet es ja auch Geld, genau. Ja, schön. Hi, eine weitere Frage, die ich einfach euch gleich mal reinwerfe. Wunderbar. Oh, so mehrere Fragen. Wir können ja die nacheinander machen. Die eine war, wenn ja, auf welcher Plattform? Mit Steam ist es vermutlich dann Windows oder wollt ihr das Multiplattform machen? Also Plan war es, Multiplattform zu machen, auf jeden Fall. Ich kenne mich noch nicht ge gut genug aus, um zu wissen, wie kompliziert das ist. Wenn es zu kompliziert ist, dann wahrscheinlich nur Windows, aber hoffentlich Multiplattform. Dann war die Anschlussfrage eigentlich gleich, ob ihr Open Source entwickelt oder ob ihr oder nicht, genau. Also so gut es geht, machen wir Open Source. Also was ich sagen kann, ist, dass halt die Files von Unity selber halt nicht Open Source sind, beziehungsweise nur teils Open Source. Das heißt, da können wir nichts machen. Aber alles, was wir schreiben, ist Open Source und wird auch auf GitLab hochgeladen, beziehungsweise GitHub, wahrscheinlich beides. Dann habe ich noch die letzte Frage, die Eltron gestellt hat, die total natürlich, denn wenn du sagst, es ist auf GitHub und GitLab weiterleitet. Wenn man Lust hat mitzumachen, wie kann man sich bei euch melden? Also, eigentlich hatten wir angedacht, bis heute den Discord-Server fertig zu machen, damit wir uns da irgendwie alle finden können, aber hat noch nicht ganz funktioniert. Genau, also jetzt erstmal würde ich sagen, schreibt mich privat auf Discord an. Ich, keine Ahnung, soll ich meinen Namen jetzt sagen oder lieber schreiben? Was ist einfacher?
Du könntest es hier in den Chat posten und ich poste es bei Twitch in den Chat, vielleicht den Okay, Link. kriegen Dann, wir oder? Gut, dann war es das erstmal mit Fragen aus dem Live-Chat hier. Also, danke. Ja, dann danke an den Chat natürlich für die vielen Fragen. Ich würde dann jetzt, ja, wenn noch Fragen aufkommen, natürlich zu Rebeccas Projekt, können wir die nachher auch noch beantworten. Ich denke, Rebecca wird noch ein bisschen bei uns bleiben. Wir haben noch ein anderes Projekt. Da muss ich jetzt hier kurz mal nachfragen. Der mit dem Zopf, bist du bereit? Ja. Wunderbar. Moment. Sieht man auch die Slides, die ich gerade hier im BBB zeige? Noch sieht man nur dein Kamerabild. Moment. Da muss ich jetzt noch mal kurz Moin. umschalten. So, Slides. Ja, da ist es. Perfekt. So. Vorwarnung, es kommt nachher auch noch ein Screenshare dazu. Ja, wunderbar. Dann Okay. und nein. Ja. Genau, ich bin dem mit dem Zopf und meine Projektidee ist eine Anwendung namens Test-App. Und zwar, wie da schon steht, ist das eine Online-Plattform, mit der man Schulaufgaben bearbeiten kann. Also die Idee dahinter ist immer dieses, was wir jetzt alle gemerkt haben, Unterricht und Corona. Nee, das ist Crash Bang Fubar Bass. Da funktioniert gar nichts, weder von der Organisation in der Schule noch von der Organisation von den Schülern. Ganz einfach, weil es an den technischen Mitteln fehlt. Und da war irgendwie so der Gedanke, das müssten wir doch als Jugendhack-Community, als motivierte Jugendliche, wir müssen das doch irgendwie hinbekommen, da irgendwas zu tun, was das verbessern kann. Und da ist die Idee die Test-App. Mal so zur generellen Idee, also man soll da online Aufgaben bearbeiten können und im Vergleich zu anderer Software wie Moodle soll es nicht so gedacht sein, dass jeder Lehrer einfach Aufgaben reinstellt, fertig, sondern es soll quasi eine föderale Plattform sein, wo Lehrer Aufgaben verteilen können und andere Lehrer die dann eben weiterverwenden müssen, damit eben nicht dieser ewige neue Aufwand, jeder Lehrer kocht sein eigenes Süppchen, entsteht. Genau. Das Ganze soll als Cross-Plattform-App oder ist schon eine Cross-Plattform-App mit Flutter umgesetzt und genau. Die Aufgaben sollen eben automatisch korrigiert werden, damit die Lehrer nicht allzu viel Arbeit haben. Und irgendwie Formeln so für naturwissenschaftliche Aufgaben sollen per LaTeX umgesetzt werden. Genau. Jetzt wären wir schon bei der Idee, was fehlt denn, oder bei der Frage, was müsste man jetzt noch machen? Es gibt ja, wie das Open Source Projekte so an sich haben, immer irgendwas zu tun. Also erstmal wäre es ganz cool, wenn hätte man da jetzt einen Editor, mit dem man Formeln, ohne dass man LaTeX schreiben können muss. Also für die, die nicht wissen, was LaTeX ist, das ist ein Satzprogramm, mit dem man Formeln darstellen kann. Genau. Und da wäre halt so ein Klick-Drück-Wisch-Editor fürs Handy beziehungsweise für einen Rechner praktisch, wo man einfach drückt Bruch und dann kommt da ein Bruch, ohne dass man irgendwelchen LaTeX-Zeug eingeben muss. Und dann, was gerade aus der Technikseite, aus der Seite von uns Leuten, die wir viel mit Technik tun, bestimmt auch willkommen ist, ein besserer Dark Mode. Ich glaube, der wird immer beliebter, deshalb wäre das irgendwie auch schick, wenn man da nicht auf Light Mode angewiesen wäre. Genau, und dann die Königsdisziplin, was richtig schön wäre, wenn jetzt Lehrer am Ende gar nicht mehr angeben müssen, was die korrekte Lösung einer Aufgabe ist, sondern mittels Deep Learning das eben von selbst einigermaßen korrigiert oder zumindest Vorschläge gibt, was die richtige Lösung wäre. Also ihr merkt schon, es gibt viel zu tun und falls irgendwer Bock hat, ist Open Source, kann jeder mitprogrammieren. Der Code ist auf GitLab. Genau.
Hier findet ihr das auf der letzten Slide, die ich gerade anzeige, gitlab.com/testapp-system oder guckt online auf die Webseite testapp.schule, da findet ihr alle möglichen technischen Informationen. Genau, und also an dem Projekt arbeite ich schon eine Zeit, schon etwas länger, deshalb ist die auch schon veröffentlicht. Ihr findet die Apps im Snap Store für Linux, für Android und iOS, im Google Play und F-Droid und App Store, als Web-App für Windows Mobile im Microsoft Store und Desktop-Anwendungen für Windows und macOS. Das wäre die Quick Introduction. Ja, das klingt doch schon mal ganz spannend, was du da gebaut hast. Gerade jetzt braucht man natürlich auch irgendwas, um die Leistungen von den SchülerInnen irgendwie bewerten zu können, ne? Das Problem kennen wir, glaube ich, gerade alle. Und das klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Ansatz. Hast du denn noch, du sprachst vorhin von Screenshare, ich gehe mal davon aus, dass du uns noch was zeigen möchtest. Ja, ich kann die anderen gerne mal in Aktion zeigen. Jetzt hoffe ich, dass die Technik funktioniert. Handy auf den Rechner übertragen und so weiter und das dann weiter streamen. Ja, sieht man mal. Hier kommt was. Mhm. Wow. Perfekt. Genau. Mein Handy mit der Test-App. Also bisher ist es so, man hat hier einfach die Oberfläche, wo man an der Seite irgendwie, kann man sagen, so, ich möchte jetzt Aufgaben bearbeiten. Dann lädt es bei schlechter Internetverbindung und dann klickt man irgendwie an, was man eben für Themen bearbeiten möchte. Keine Ahnung, jetzt können wir Mathematikaufgaben, Analysis. Und dann sucht er eben momentan zufällig aus und am besten wäre es natürlich, wäre das in Zukunft so, dass der auf Basis dessen, was wie gut und schlecht SchülerInnen in bestimmten Themen abschneiden, da die passendsten Aufgaben raussucht. Man sieht jetzt schon, LaTeX-Code-Formeln werden schon dargestellt, aber da gibt es noch einiges zu verbessern. Und wenn sich da jemand auskennt, das wird derzeit mit JavaScript gerendert, da wäre es total cool, könnte da irgendwer mitmachen, weil ja, das Implementieren, das ist ja manchmal etwas hart. Genau, das kann man jetzt bearbeiten, kann man Antworten eingeben. Es gibt auch irgendwie zu anderen Themen Multiple-Choice-Antworten, alles Mögliche. Genau. Ja. Es gibt auch Hausaufgabenfunktionen, das irgendwie im, dass man auf, auch pro Zeit das macht. Also ist irgendwie relativ vielseitig gedacht, dass man eben nicht auf irgendwie, nicht so Insellösungen hat für die eine, für das eine Aufgabenformat nimmt man die Software für das andere, die andere, sondern dass man es eben irgendwie verschiedene Aufgaben, verschiedene Einsatzzwecke in einer Anwendung bearbeiten kann. Genau, das war mir ganz wichtig. Man sieht überall Animationen etc. Wenn man die App startet, kommen niedliche Animationen von rumfliegenden Dingern. Was mir mal jemand, der spezialisiert ist auf Bildungssoftware, der früher einen Laden für betrieben hat, der meinte, das Schlimmste ist, was ganz viele Bildungssoftware machen, ist irgendwie so tröge, irgendwie schlicht sein. Wenn man Kinder ansprechen will, muss man irgendwie ein bisschen was dahinter tun. Man muss Motivation reintun, man muss, keine Ahnung, fliegende Alpakas einbauen. Und das bringt nichts, irgendwie was Schlichtes zu machen. Deshalb, genau, das ist ganz wichtig, finde ich. Da gäbe es auch zum Beispiel noch Arbeit. Das sind zurzeit alles Bitmaps, also Pixelgrafiken. Es wäre total praktisch, wären das skalierbare Vektorgrafiken, die auch auf besser aufgelösten Handys vernünftig aussehen. Ja, voll gut. Du zeigst das jetzt auf dem Mobiltelefon. Funktioniert die Anwendung dann auch auf dem Desktop? Hattest du vorhin geschrieben, ne? Glaube ich. Genau. Also es gibt eine Internetseite testapp.ga. Ist auch auf der Internetseite, die schon im Chat steht, verlinkt. Oder eben auch Desktop-Anwendungen für momentan Linux, macOS und Windows. Ja, also ich frage mich,
wie du drauf gekommen bist sozusagen. Hattest du selber da Erfahrungen mitgemacht jetzt in dieser Zeit mit dem, mit dieser Thematik oder hat sich einfach so interessiert? Also ich habe damit tatsächlich schon vorher angefangen und zwar habe ich einen total technikaffinen Mathelehrer und der hat mich mal gefragt, hey, hättest du nicht Lust, da mit mir zusammen was zu machen? Ich würde gerne irgendwie so Multiple-Choice-Ankreuzaufgaben gerne auf dem Handy so zwischendurch im Unterricht zu Übungszwecken machen, ohne dass ich das immer per Hand korrigieren müsste. Und der hat eben gehört, dass ich gerne irgendwie ein bisschen tüftle und programmiere und dann hat er sich mal mit mir hingesetzt und das angefangen und dann kamen irgendwie irgendwann andere Lehrer und andere Schüler und dachten, da kann man doch mitmachen und dann ist daraus irgendwie so ein kleines Projekt, was immer weiter gewachsen ist, daraus entstanden. Ja, Stichwort mitmachen. Suchst du aktuell noch Menschen, die dir dabei helfen und da mitprogrammieren? Und was wären denn so die Aufgaben oder was müssen die Leute kennen, um da mitmachen zu können? Also absolut suche ich Leute, die da gerne mitmachen. Im Sinne von Open Source ist alles, findet die Entwicklung auf GitLab statt. Und Leute, die mitmachen wollen, die beiden Programmiersprachen, die verwendet werden, sind momentan Dart für die App mit dem Framework Flutter. Das ist ein Cross-Plattform-Framework, mit dem man relativ schöne Anwendungen gestalten kann. Und PHP fürs Backend. Das wäre zum Beispiel einer der Knackpunkte zurzeit, dass Backend jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr geändert und teils echt veraltet. Da gäbe es auf jeden Fall noch Arbeit und auch im Frontend die Sachen, die ich vorhin in der Präsentation gezeigt habe. Ja, auf jeden Fall, falls irgendwer Bock hat, sprecht mich an auf GitLab.com/theonewiththebraid oder unter dem Link, den ihr schon im Stream-Chat seht. Ja, gut, dann rufe ich doch mal Philipp in Berlin. Philipp, gibt's Fragen im Chat? Ja, ich habe die Punkte der Berliner Jury. Nein, es gibt tatsächlich dazu noch keine Fragen im Chat, sondern staunende Stille. Ich habe aber gerade auch noch mal darum gebeten. Was mir aber gerade noch eingefallen ist, du bedienst ja echt viele Plattformen damit auf einmal. Das ist das Verdienst, dass du dieses Cross-Plattform-Ding nutzt, ne? Flutter. Das kennen, glaube ich, noch nicht so viele Leute, ne? Aber du bist ja ein großer Fan davon. Vielleicht kannst du da ja nochmal sagen, warum es sich auch lohnt, sich das in Dart anzugucken, weil das ist ja auch nicht so eine Sache, die man vielleicht schon mal gehört hat, oder? Genau, also Dart ist eine total neue Programmiersprache. 2018 ist die erste stabile Version rausgekommen. Und ganz ehrlich, ich habe noch nie eine Programmiersprache gesehen, deren Popularität auf GitHub in so kurzer Zeit so gestiegen ist. Also Dart und Flutter gehören zusammen. Das eine wurde fürs andere entwickelt und wurde von Google entwickelt. Das ist Open Source. Und damit kann man eben in einer Programmiersprache native Anwendungen für Mobilgeräte, als Website, für Desktop-Geräte, sogar für einen Toaster kann man damit was schreiben. Und zwar im Vergleich zu JavaScript ist es nicht so, dass da am Ende ein Webbrowser ausgeführt wird, der einfach irgendwas anzeigt, sondern es kommen halt native Anwendungen raus, weshalb die Geschwindigkeit am Ende sehr viel höher ist. Die Sprache selbst erinnert, finde ich, ein bisschen an eine Mischung aus Java, C-Sharp und JavaScript. Also es ist relativ angenehm zu lernen und wer Bock hat, irgendwie schnell, ohne viel Aufwand, Anwendungen für verschiedenste Geräte, für Handys, für Desktops, als Webseite zu programmieren, dem kann ich nicht nur Flutter empfehlen. Ich habe noch mal eine Frage, und zwar, das sieht ja schon sehr weit fortgeschritten aus, was du jetzt gerade gezeigt hast. Wurde das denn schon mal irgendwie so produktiv eingesetzt? Ja, ich versuche mal zurück zur Slide zu gehen. Bei uns an der Schule wird das verwendet, hauptsächlich im Naturwissenschaftsbereich und im Spanischunterricht. Im Spanischunterricht zu Vokabelaufgaben, die da eben, ohne dass die Lehrer das korrigieren müssen, einfach automatisch korrigiert werden. Und im Naturwissenschaftsunterricht, ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern aussieht, bei uns in Hamburg gibt es so eine Prüfung, die nennt sich schriftliche Überprüfung 10.
Da gibt es so einen Aufgabenkatalog in analog und in digital von einer Schulbehörde mit allen möglichen, mit hunderten Übungsaufgaben, die da Multiple Choice und als einfache Angaben taschenrechnerlos gerechnet werden. Und um das einfach zu üben, benutzen wir auch die Test-App, weil man sich da eben auch das Korrigieren spart und die total einfach maschinell korrigierbar sind. Ja, nicht schlecht. Da hätte ich jetzt gerade noch mal die Frage. Also da muss man ja dann sozusagen auch seine Lehrerinnen und Lehrer von überzeugen, dass das der Weg ist, oder? Das ist ja noch so eine andere Methode, wo man vielleicht auch unterstützen kann, oder? Sagen, warum benutzen wir das denn nicht? Genau, kann man total gut machen. Man ist allerdings gar nicht auf die Lehrer angewiesen, sondern, das hatte ich vorhin in so einem Nebensatz erwähnt, das bietet eine offene Schnittstelle an und alle Aufgaben, die da drin sind, sind per se Creative Commons lizenziert. Das bedeutet, die sind für alle Menschen der Welt frei verfügbar. Das heißt, die Aufgaben, die da drin sind, darf jeder frei verwenden, unabhängig, ob die Schule jetzt die Test-App verwendet oder nicht. Das bietet eine API, um die manuell abzurufen, oder man nimmt eben die Test-App, setzt seinen eigenen Server davon aus oder nimmt einen vorhandenen Server und ruft da eben alle Aufgaben ab. Die kann man zusammen abrufen. Alle Test-App-Instanzen, die auf der Welt laufen, schalten sich übers Backend zusammen und teilen die Aufgaben, sodass quasi keine Insellösungen von Aufgaben entstehen. Das ist, finde ich, eine total wichtige Funktion, weil zurzeit jede Schule irgendwie so sein eigenes Süppchen mit digitalen Aufgaben kocht. Ja, davon kann ich ein Liedchen singen. Ich habe nämlich auch Kinder an Schulen und da ist es auch teilweise schwierig mit diesen Aufgaben. Ja, es ist auf jeden Fall, sagen wir mal so, dann sind zumindest die Schulen, die du versorgen kannst, gewappnet für die zweite Welle. Genau. Ja, ich denke auch so lässt sich das ja gut einsetzen, ne? Es gibt ja nicht nur den Fall, dass man zu Hause irgendwie bleiben muss, sondern es gibt ja auch den Fall im normalen Schulbetrieb, ne, dass man mal länger krank ist zum Beispiel und zu Hause sein muss und dann nicht am Unterricht teilnehmen kann, obwohl man es eigentlich ja könnte vielleicht, wenn man sich irgendwie halt jetzt nicht völlig flach liegt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man sowas dann auch gut einsetzen kann. Halte ich auf jeden Fall für eine gute Sache und sollten sich vielleicht Schulen auch mal angucken, ne, was es da so an Lösungen gibt. Ja, und nicht immer nur Moodle verwenden. Moodle hattest du kurz erwähnt, ne? Kann das sein? Genau, ja. Genau. Ist eine Online-Plattform auf PHP-Basis, mit der man Schulaufgaben und Klassenarbeiten auch bearbeiten kann. Ich persönlich finde aber, und das fanden meine Lehrer eben auch, das funktioniert total schlecht auf dem Handy. Und ja, das ist ein bisschen umständlich zu verwenden. Genau, das ist auch Aber so an die Kritik, die ich sich kenne an Moodle, ist, dass es einfach zu komplex ist, ne? Dass es einfach nicht einfach leichtgewichtig einsetzbar ist. Und das, was ich bei dir gesehen habe, geht schon eher in die Richtung auf jeden Fall. Genau. Ja, ich habe vielleicht noch nicht eine Frage, sondern einen Hinweis. Und zwar hattest du vorhin nachgefragt bei den Formeln, ob da jemand einen guten Weg kennt, wie man sowas rendern kann. Ich kann zumindest dir den Hinweis geben, dass du mal in den Source Code von diesem CodeEMD gucken kannst. Das sind diese Pad-Software. Da ist sowas nämlich auch drin. Da kann man auch solche Formeln eingeben, die dann mit dieser, ich glaube, auch mit der Sache gerendert werden, die du da benutzt. Und vielleicht kannst du ja auch genau, dort mit mal ein bisschen gucken, wie die die das machen. verwenden MathJax. Es gibt so zwei große Bibliotheken für LaTeX, MathJax und Cartex fürs Web. Problem ist, beide auf schlechten Mobilprozessoren dauert es immer mehrere Sekunden, Ja, bis es okay. gerechnet wird. Das dachte ich, da gibt es eindeutig noch bei Verbesserungspotenzial. Was sind denn so die sonstigen Komponenten, sage ich jetzt mal, ist da irgendeine Datenbank noch im Spiel, wenn ich mir das jetzt selber aufsetzen müsste, ne? Mit was muss ich da rechnen? Also was sind so die Voraussetzungen dafür, das am Laufen zu haben? Genau, also man muss ungefähr pro 100 Benutzer darf man mit einem Gigabyte Arbeitsspeicher auf dem Server rechnen. Das Ganze braucht relativ wenig. Das ist in PHP geschrieben, das Backend, eben damit es relativ einfach selbst auf einem einfachen Schulserver läuft.
Und sonst braucht es nur noch eine MySQL oder MariaDB Datenbank. Gibt ein Installationsscript, was man einmal ausführt. Das legt die Datenbanken etc. an und verbindet sich mit den restlichen Test-App-Instanzen, um Aufgaben auszutauschen. Und sonst muss man halt einfach in der App, die man sich runterlädt auf dem Handy, muss man angeben, wie die Adresse vom Server ist, mit dem man sich mit verbinden kann. Und dann hat man es eigentlich relativ schnell. Ja, wunderbar. Dann frage ich jetzt nochmal Philipp. Philipp, gibt es noch Fragen im Chat? So, hallo. Ich habe gerade das Fenster zugemacht, weil draußen gelärmt wird, damit das nicht alles gestreamt wird. Nein, es gibt keine weitere Frage gerade aus dem Chat. Gut. Wenn du jetzt nicht zufällig noch eine Frage hast, dann würde ich mich mal bedanken bei der mit dem Zopf. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt. Und ja. Oh, da ist gerade ein Kommentar online gekommen. Oh. Space for C38_18. Unsere Schule ist da leider sehr weit hinterher. Immerhin haben wir jetzt eine Lernplattform bekommen. Die ist aber auch nicht so toll. Wäre aber cool, wenn wir sowas auch mal benutzen würden, schreibt sie oder er. Ja, also Fortschritt, jede Lernplattform ist eindeutig willkommen. Die meisten Schulen haben sowas leider nicht. Ja, super. Gut, eine halbe Stunde ist jetzt rum. Wir haben unsere zwei Projekte gehört. Und hallo, sorry, die Stimme im Ohr sagt noch mal kurz was. Ja. Noch mal ganz kurz die Frage, wie kann man mitverfolgen, wie es mit der App weitergeht? Ah. Das war der GitLab-Link am besten. Ne? Ich poste euch einfach nochmal die Links in den Stream hier. Genau, oder wenn man möchte, einfach die App runterladen in Google Play, in F-Droid, im App Store sieht man, weiß nicht genau, worauf du dich beziehst, die Version, siehst du da, ob wann die letzte Aktualisierung ist, und sonst im Quellcode, im Changelog siehst du, was sich so ändert. Ja gut, dann sind wir jetzt durch. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei beiden, die mitgemacht haben, und würde aber jetzt den Stream nicht beenden, ohne noch weitere Veranstaltungshinweise aus dem Jugendhakt-Universum zu geben. Da muss ich jetzt mal kurz auf meinen anderen Computer hergucken, genau. Und zwar, wir streamen ja heute live aus Halle, und wie sicherlich einige wissen, haben wir auch in Halle die letzten 3 Jahre immer einen Jugendhakt gehabt, und ich darf hiermit offiziell verkünden, dass es dieses Jahr leider kein Vor-Ort-Jugendhakt in Halle geben wird, aber wir machen ein Remote-Event. Es gab ja dieses Jahr schon ein Jugendhakt Remote, das könnt ihr auf der Webseite jugendhakt.org nachlesen, da ist so ein kleiner Nachbericht, und wir machen vom Dachte, wo wir hier gerade schön streamen, sagen wir doch mal kurz was zu den nächsten 2 Streams, die jetzt hier anstehen. Genau, das ist kein Stream, stimmt, das ist ein Workshop. Das ist quasi Teil 2. Da hatten wir vor einigen Wochen schon mal Teil 1. Blinry macht auch Mentoring bei uns, zeigt euch, wie ihr mit ShaderToy, das ist sozusagen eine Möglichkeit, programmiermäßig mit Code 3D-Geschichten zu machen, so wie ihr da auch im Hintergrund seht, wo lustigerweise irgendwas reingekeyt ist jetzt gerade von dir. Da wird, glaube ich, das Grün ersetzt.
Genau, also wenn ihr mal lernen wollt, wie man direkt auf der Grafikkarte mit Code 3D-Designs machen wollt, dann geht am 4. Juli, seid einfach dabei. Der Workshop ist kostenlos, man kann sich einfach reinklicken. Jugendhakt.org, dort findet man auch die Infos dazu. Das ist also einfach der nächste Workshop, den wir im Angebot haben in circa 2 Wochen. Und dann haben wir noch den nächsten Stream. Der ist tatsächlich schon nächste Woche. Ich glaube, da hast du auch eine Grafik. Das ist wieder aus unserer Reihe Community Talk. Da haben wir diesmal tatsächlich auch ein ganzes Team zu Gast. Es geht um das Projekt Parteiduell, letztes Jahr programmiert bei Jugendhakt in Frankfurt am Main. Liv, die da mit im Team ist, habt ihr vielleicht im letzten Stream schon gesehen, da hat sie moderiert. Das Parteiduell ist ein Online-Quiz, könnt ihr auch gleich ausprobieren auf parteiduell.de. Wo ihr abfragen könnt, ob ihr überhaupt die Positionen von politischen Parteien in Deutschland sozusagen zuordnen könnt. Das heißt, ihr kriegt immer eine Aussage, die aus dem Wahl-O-Maten kommt, aus diesem Wahlberatungstool und müsst dann sozusagen raten. Und wie sie die App geschrieben haben an diesem einen Wochenende und warum sie die auch immer noch weiterentwickeln und wie man da mitmachen kann, das stellt das Team von Parteiduell und unsere Kollegin Anna aus Frankfurt euch am 30. Juni um 17 Uhr vor, auch hier auf Twitch im Stream. Dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als Tschüss zu sagen und in die Kamera zu winken. Und bis bald. Tschüss.